So Leute, herzlich willkommen im Turm zu dieser Spezialausgabe. Heute ist Weekly Update, also Dienstag, und wir nehmen mal die ganzen Waffen, die es so im Turm zu kaufen gibt, in Augenschein und gucken mal, ob da was Gescheites dabei ist. Viele wissen ja gar nicht, dass im Turm teilweise echt ziemlich gute Waffen verkauft werden. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann. Da drüben ist der Händler. Ist das gar nicht so verkehrt, diese Ränge hier zu leveln. Ich habe jetzt den Warlock, aber beim Titan habe ich die auf Rang 3 alle. Ist ja auch wurscht, ich kaufe jetzt sowieso keine, weil ich keinen Platz mehr habe. Aber für euch dürfte das durchaus interessant sein. Wir fangen an mit Vollstrecker Hideo von der neuen Monarchie. Suchst Guck du mal, was jemanden? er so anzubieten hat. Mal sehen, ob wir uns nicht gegenseitig helfen können. Okay, ein Automatikgewehr Verdränger 8. Ja, das habe ich zum Beispiel. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, gerade für PvP. Wenn ihr eine PvP-Waffe sucht, dann nehmt die hier. Ich weiß nicht, wie es mit dem Buff ist, da werden ja die Automatikgewehre nochmal verschlechtert, demnächst. Mitte Februar, Ende Februar, irgendwann. Aber die dürfte trotzdem nach wie vor noch gut sein. Vergleicht außerdem mal die Schlagkraft mit anderen Automatikgewehren. Ich gucke gerade mal, was ich hier so habe. Ja, die Shadow Bros hat dieselbe Schlagkraft. Ja, wenn ihr hier zum Beispiel mal hartes Licht euch das anschaut, ist das deutlich höher. Das Ding hat zwar nur 22 Schuss, aber mit den 22 Schuss könnt ihr zwei, drei Gegner ausschalten. Gerade weil die zweite Hälfte erhöhten Schaden macht, dann noch ein paar Granaten dazu spammen. Super Waffe, die kann ich nur empfehlen. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, auch ein netter Perk. Schauen wir uns nochmal die anderen Perks an. Großkalibergeschosse, immer die erste Wahl bei mir im PvP. Das verzieht den anderen so krass das Fadenkreuz, da könnt ihr euch Sniper fast gar nicht mehr treffen. Und auch mit allen anderen Waffen wird es sehr, sehr schwer. Erhöht die Waffenstabilität, braucht man nicht unbedingt. Wechselwaffen schneller, wirklich schneller, ist auch nicht schlecht. Und ja, das ist auf jeden Fall eine super Waffe. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Kreuzritter 1, die habe ich auch schon, allerdings schon zerstört. Panzerbrechende Geschosse ist natürlich ganz nett. Ihr könnt damit im PvP durch die Wand schießen. An gewissen Stellen, wenn das so dünne Gitter sind und so weiter, durch die Gläser, durch die Glasfenster könnt ihr schießen. Zum Beispiel bei Asyl oder der Mondmission mit den Fahrzeugen. Mondmap mit den Fahrzeugen. Fehlschüsse haben eine Chance, dass die Munition zurück ins Magazin wandert, ist nicht so toll. Das sind nur 5% die Chance, das bringt relativ wenig. Reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes dieser Waffe, ist natürlich nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, aber gibt es bessere Scout-Gewehre. Urteil 6, das ist eine der besten Shotguns im ganzen Spiel. Ich sage euch auch gleich warum. Einmal haben wir hier zurück zum Absender. Das ist ein sehr guter Perk für Shotguns. Kills geben Bonus-Munition direkt ins Magazin. Gerade wenn ihr Schrot- und Kornmedaille machen wollt, ist das ein sehr guter Perk, weil ihr dann nicht nachladen müsst. Und die Schrot- und Kornmedaillen kriegt ihr nur, wenn ihr mit einem Magazin drei Abschüsse schafft. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Ist bei einer Shotgun auch sehr gut. Wechselwaffen schnell, wirklich schnell. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Also die Reichweite ist ziemlich gut. Er hat jetzt leider nicht den Hammer geschmiedet, Perk, wo die Reichweite nochmal erhöht wäre. Das ist ein bisschen schade. Sieht hier aus. Kann man nochmal ein bisschen die Reichweite verbessern mit verbesserter Ballistik. Nicht schlecht. Kann man sich auf jeden Fall PvP mal kaufen. Die Feuerrate ist relativ niedrig, aber die Reichweite sehr, sehr gut. Prestige 4. Da würde ich. Ja, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Direkt mal ein Balance-Upgrade hier. Und Hammer geschmiedet. Und Kontrolle der Massen. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Das sieht ziemlich gut aus. Da kann man auch nochmal die Reichweite erhöhen, dann die Balance nochmal erhöhen und die Reichweite nochmal erhöhen. Das sieht mir wie eine sehr starke PvP-Waffe aus. Und auch im PvE dürfte die ziemlich gut sein. Der hat eigentlich nur gute Sachen dabei. Neue Monarchie diese Woche auf jeden Fall mal zu empfehlen. Ja, Wenn du gehen wir jemanden mal kennst, der weiter. interessiert ist, Es gibt insgesamt fünf Waffenhändler im Turm, die interessant sind. Der Waffenhändler gehört nicht dazu. Die Waffen könnt ihr getrost vergessen, weil er nur weiße, grüne und ab und zu mal blaue Waffen hat. Das ist nicht so besonders toll. Schauen wir mal, was die Vorhorden und die Schmelztiegelherrschaften so anzubieten haben. Gehen wir erstmal zum Schmelztiegel, der ist hier unten. Ich glaube, es ist der rechte. Bin mir nicht ganz sicher. Rechts oder Meister. links ist er, ich vergesse das immer. Hier ist mein Dieser war Angebot. schon der Gehen wir falsche. daraus. Links der, der die Ressourcen Schmelztiegel. hat und die Waffen. Ja? Aha, okay, schauen wir mal. Gutmensch 5. Bei verwendeter Zielrichtung dieser Waffe bleibt das Radar aktiv. Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Das ist eine super Waffe. Auf jeden Fall auch sehr stark im PvP. Nochmal perfekte Balance. Ja, mit Radar ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Kann ich auch empfehlen.
für die Menschen, die habe ich zum Beispiel, die zweite Hälfte des Magazins verursacht erhöhten Schaden, die Waffe wird präziser, länger abgefeuert wird. Das ist sau stark. Maximum Munitionskapazität, das ist natürlich geil bei der, weil die nur 26 Schuss hat. Und nochmal verbesserte Reichweite und Position. Das sind alle drei Perks ziemlich geil. Stabilität, schaue ich mal die Stabilität an, fast 99%. Dann würde ich eher die nehmen. Kauft euch lieber die als die. Lieber für die Menschen als Gutmensch 5. Die hat die besseren Perks. Impulsgewehre würde ich generell nicht kaufen. Finde ich nicht gut. Bringt auch nichts, wenn die nicht wahnsinnig gute Perks haben. Und da würde mir jetzt auch nichts einfallen. Hier, das hat zum Beispiel Radar und Körpertreffer erhöhen Präzisionsschaden. Das könnte eventuell nicht schlecht sein. Außerdem Großkalibergeschosse. Das könnte ein ganz gutes Impulsgewehr sein, wenn ihr unbedingt ein Impulsgewehr kaufen wollt. Dann nehmt das. Das ist hier der Sartorien-Degen. Der ist super. Schaut euch den Perk an. Präzise Kills mit dieser Waffe lassen das Ziel explodieren. Das ist quasi ein Schicksalsbringer. Nur ohne Elementarschaden. Dann haben wir noch Großkalibergeschosse, Hammer geschmiedet und panzerbrechende Geschosse. Und präzise Kills mit dieser Waffe verbessern die Nachladezeit enorm. Und Scout-Gewehre hauptsächlich präzise Kills. Also das ist eine super Waffe für PvE und PvP. Die habe ich mir sogar schon gekauft vor ein paar Wochen. Die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr keine Primärwaffe habt, die Elementarschaden macht, dann holt euch auf jeden Fall sowas hier. Dann haben wir hier Beeline Trauma. Das ist das schnellst schießende Scout-Gewehr im ganzen Spiel. Schneller als Mida Multi-Werkzeug. Das wäre mir super. Reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes. Fehlschüsse haben wir eine Chance. Gut, das sind nicht so wahnsinnig gute Perks. Hammer geschmiedet, ganz nett. Und panzerbrechende Geschosse auf jeden Fall mal. Die ist auch nicht schlecht, kann man auch empfehlen. Dann haben wir wieder hier die absolute Wahnsinnswaffe. TFWPKY69. Kills mit dieser Waffe bringen Bonusmunition ins ganzen Magazin. Das heißt, ihr habt schon mal zwei, drei Schüsse mehr, als jetzt da stehen. Also 10 sind dann eher so 13, 14 vielleicht sogar. Dann hat das Ding panzerbrechende Geschosse. Das ist saugeil für einen Revolver, der durch die Wand schießen kann. Nachladegeschwindigkeit könnt ihr auch erhöhen. Das ist auch nicht schlecht. Und Maximum Munitionskapazität. Also das Ding hat bestimmt 15, 16, 17 Schuss im Magazin. Und dann habt ihr noch Fehlschüsse, die auch ins Magazin zurückwandern können. Also ungefähr pro Magazin noch einen Schuss mehr. Also könnt ihr da bis zu 18 Schuss rausdonnern, wie bei Grota's Ward im Endeffekt. Das ist auf jeden Fall geil. Die kann ich nur empfehlen. Wer gerne Revolver Willkommen spielt, das ist zurück, ein super Mara. Gerät. Das Trolley-Problem. Schlagkraft, Wahnsinn. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Verringert die Ladezeit. Das ist natürlich geil. Erhöht die Magazingröße. Range schickt gelegentlich zusätzliche Munition. Das ist auch nicht schlecht. Auch keine schlechte Waffe. Sowohl für PvP als auch für PvE. So, jetzt kommen wir aber zum interessanten 2 ins Leichenhaus. Jawohl, die hat Hammer geschmiedet. Das ist eine herausragende PvP-Waffe. Schaut euch bitte die Reichweite an. Das ist für eine Shotgun eine sehr, sehr hohe Reichweite. Das ist auf jeden Fall geil. Ein zufälliges Geschoss im Magazin verursacht beträchtlichen Bonusschaden. Das ist natürlich saustark. Bei 6 Schuss im Magazin eins das erhöhten Bonusschaden tätigt. Das ist geil. Hier könnt ihr nochmal die Reichweite erhöhen. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Wechsel Waffen schneller, Wege schneller, während du zielst. Das ist auch nicht schlecht, aber hier würde ich auf jeden Fall Hammer geschmiedet skillen. Und dann Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Das heißt, ihr habt zweimal Bonusschaden. Einmal zufällig im Magazin und dann auch, wenn er Kills macht, was er mit der Shotgun ja fast immer macht mit One-Shot, dann ist der nächste auf jeden Fall auch im One-Shot. Das ist geil, die ist super. Die ist auf jeden Fall super. Das ist mit das Beste, was ihr an Shotguns für PvP kaufen könnt. Und die hat sogar noch Lehrerschaden, falls ihr den Dorn-Bounty habt. Saustark, die definitiv Empfehlung. Schmelztiegel Quartierwart, 2 ins Leichenhaus, super. Besser ist eigentlich nur noch, wenn ihr den Perk habt. Ich hoffe, Durch heute Zielen Nacht mit dieser wird es Waffe wird warm. der Wirkbereich erhöht. Das ist natürlich noch ein bisschen stärker, weil dann die Reichweite nochmal erhöht wird. Wenn ihr dann dazu noch Hammer geschmiedet habt, dann könnt ihr es quasi als Sniper benutzen. Also dann geht es bestimmt auf 10 Meter, dass ihr da One-Shot macht. Das ist nice. So, was haben wir hier? Das ist schon mal Käse. Ich glaube, da ist nichts gut. Hier Maximum Munitionskapazität, habt ihr 6 Schuss da im Lauf. Querschlägergeschosse ist vielleicht ganz witzig, aber nee, die würde ich nicht empfehlen. Nicht zu besonders teuer. Dann entgegen aller Erwartungen. Hier braucht man auf jeden Fall ein perfektes Balance-Upgrade. Das hat die nicht. Schaut euch die Stabilität an, die ist aus der Hölle. Wird präziser, länger sie abgefeuert wird. Bei 26 Schuss im Magazin nicht so der Wahnsinn. Feldscout ist natürlich ganz nice. Dann habt ihr auf jeden Fall mal 54 Schuss oder so. Ja, Grenadier ist auch nicht schlecht, aber die Stabilität ist halt Käse. Warte mal, sorry, ich will noch mal gucken, ob die irgendwie die Stabilität mit den. Ja, guck mal, die kannst du noch verniedrigen. Noch verringern. Das ist nix. Käse. Beim Nachladen dieser Waffe hat man die Chance auf ein Magazin, das größer als normal ist. Raketenmast dieser Waffe explodiert frühzeitig nach Ziel.
Ja, die ist nicht schlecht. Allerdings, ein Raketenwerfer ohne Zielsuche, ihr werdet schon gemerkt haben, ist bei Grota auf Hard eigentlich nicht so toll. Das Raketenwerfer explodieren frühzeitig, je nach Distanz zum Ziel, ist im PvP auf jeden Fall Gold wert, weil ihr nicht genau treffen müsst und das Ding eigentlich immer explodiert, wenn der Gegner in der Nähe ist und dann immer Insta-Kill ist. Das ist nicht schlecht, das hat ja die Wahrheit zum Beispiel auch, nur die hat halt auch noch Zielsuche, was sie natürlich ein bisschen stärker macht. Das ist so ein Mittelding. Ich würde sagen, wenn ihr noch keinen guten Raketenwerfer habt mit leere Schaden, dann nehmt den. So schlecht ist es auf jeden Fall nicht. So, dann gehen wir mal Scheint mir weiter keine zum gute Idee zu Vorhut-Heini. sein. Suchst du mich? Bis jetzt schon einige ziemlich geile Waffen dabei. Leider noch nicht der absolute Oberknüller. Oberknüller wäre in dem Was ein Fall Engramm ein ist, glaube ich Scout-Gewehr doch. mit 20 Schuss und Feuerball. Eine Shotgun, wie ich eben schon sagte, mit Hammer geschmiedet und erhöht die Reichweite oder den Wirkbereich, wenn man durch das Visier zielt. Oder sowas in der Art. Ein Revolver mit Feuerwehr wäre auch mal nicht schlecht, aber da gibt es, glaube ich, nur den Schicksalsbringer. Ich habe noch keine andere Wie Waffe kommen gesehen, wir die da diesen vorbei? Perk hatte. Von daher schauen wir mal weiter. Guten Tag. Das ist der Vorhut-Quartierwart. Hier könnt ihr mit Vorhut-Markenwaffen kaufen. Und eigentlich sollte ja jeder Vorhut auf Rang 3 mindestens mal haben. Schauen wir mal. Payback SOS. Das ist nicht so mein Super-Favorite. Ich hab die mal gedroppt bekommen, habe sie allerdings zerstört und nie wirklich getestet. Die ist mir die Schlagkraft einfach zu gering. Das mag vielleicht ganz nett sein, aber weiß nicht. Nahkampfkills verringern kurzzeitig Nachladezeit dieser Waffe und Kontrolle der Massenkills in dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Kann man irgendwie Schlagkraft noch erhöhen? Nee. Das kann ich leider nicht so wirklich zu sagen. Ich bin ja eher ein Fan von Automatikgewehren mit wenig Schuss drin, weil die deutlich schneller die Gegner killen. Aber das ist testweise auf jeden Fall das Automatikgewehr für PvP, also Schmelztiegel. Kann das ganz gut sein. Für alles bereit haben wir hier. Durch Zielen dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht. Das bringt mir im Automatikgewehr relativ wenig. Das ist eher für eine Shotgun. Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Dann haben wir Leichtgewicht, Hammer geschmiedet. Großkalibergeschosse, das ist auf jeden Fall gut für PvP. Also wenn ihr eine Vorhutwaffe kaufen wollt für PvP, dann würde ich eher die hier nehmen. Für alles bereit. Sieht auf jeden Fall besser aus. Timer und Target, das ist wieder so ein Impulsgewehr mit zwei mittelmäßigen Perks. Ich weiß auch nicht, was man da als Perks sucht, dass das Impulsgewehr wirklich gut wird. Die Impulsgewehre werden ja diesen Monat noch geil upgraded, dann machen die 10% mehr Schaden. Dann kann man sowas vielleicht mal testen. Allerdings bin ich da eher ein Fan von Elementarschaden-Impulsgewehren aus dem Raid. Also Predates Zeitmesser oder Elastier-Überseele. Da braucht man sowas, glaube ich, nicht noch zusätzlich. Die Stabilität ist enorm erhöht. Kills mit dieser Waffe erhöhen kurzzeitig Nachzahltempo. Ja, muss man nicht unbedingt haben. So, was haben wir hier? Another NITC. Das hat die Kati zum Beispiel mit dem Feuerball-Perk und bei ihr hat das 19 Schuss. Ich weiß nicht, warum sie jetzt 20 hat. Aber wenn man Feuerball-Perk bei der Waffe hat, mit 20 Schuss, ist das für mich besser als der Schicksalsbringer. Gerade weil es mit dem Scout-Gewehr deutlich leichter ist, präzise Treffer zu machen, weil ihr halt viel näher dran seid im Zoom. Und die sehr viel einfacher zu beherrschen sind. Gerade über längere Reichweite. Präzise Kills mit dieser Waffe verbessern die Nachladezeit enorm. Das ist ein guter Perk. Das ist ein sehr guter Perk. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Präzisionskraft verbessern Zoom. Ja, das braucht man im Scout-Gewehr nicht. Das sind alles schlechte Perks. Durch Ziel dieser Waffe wird der Wirkbereich erhöht. Bringt auch nichts. Die Reichweite ist eh schon sehr, sehr hoch, da es ein Scout-Gewehr ist. Nee, da gibt's Besseres. Badger CCL. Die habe ich auch schon mehrfach. Fehlschüsse, das ist kein guter Perk. Ein zufälliges Geschoss macht beträchtlichen Bonusschaden. Nee, das ist auch nichts. Würde ich ja nicht kaufen. Zum Teufel nein, bei der Waffe, die hat leider nur 5 Schuss im Magazin, braucht ihr auf jeden Fall den Perk Maximum Munitionskapazität, den hat diese jetzt nicht. Von daher würde ich sagen, ist das nichts. Letzte Geschoss, Bonus Präzisionsschaden im Nachladen, diese Waffe hat meine Chance auf dem Magazin, ist größer als normales. Nee, mit 5 Schuss ein Revolver ist leider Käse. Block One, diese Waffe erhöhen kurz, Kills mit dieser Waffe erhöhen kurz das Nachladen, Kills dieser Waffe gewähren Bonus Reservemunition. Panzerbrechende Geschosse beim Fusionsgewehr, das ist natürlich ganz nett. Das würde ich tatsächlich gerne mal sehen. Allerdings spiele ich nie Fusionsgewehre. Ich weiß daher auch nicht, ob das wirklich ratsam ist, sowas zu kaufen. Müsst ihr wissen, wenn ihr Fusionsgewehr sucht, dann ist das mit panzerbrechenden Geschossen sicherlich eins der witzigeren. So, geheimer Handschlag haben wir hier. Ja, da haben wir zum Beispiel einen sehr guten Shotgun-Perk. Durch Zielen dieser Waffe wird die Verteilung der Projektile eingeschränkt. Jetzt bräuchte man noch Hammer geschmiedet, ja, aber das hat sie auch. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Shotgun. Die hat zwar nicht die Reichweite von Urteil 6 und der anderen, die ich hier zwei ins Leichenhaus, die ich eben euch gezeigt habe, aber mit Hammer geschmiedet und Sardinenbüchse ist das auf jeden Fall eine sehr gute Shotgun.
Außerdem hat sie noch Grenadier. Und hier, verbesserte Ballistik. Das ist natürlich nice. Da geht zwar die Stabilität ordentlich in den Keller, aber schaut euch mal die Reichweite an. Wenn ihr das habt und habt das, dann hat das Ding eine sehr gute Reichweite. Und dann noch eingeschränkte Projektile, die nicht so weit streuen. Das ist auf jeden Fall super. Geheimer Handschlag. Beim Vorhutquartier war auch eine Empfehlung für PvP. Dann haben wir hier LDR 5001. Jawohl, die hat die sehr guten Perks wieder. Mit dieser Waffe ist das Ziel beim Feuern leichter. Das heißt, es verzieht nicht so krass, wenn ihr schießt. Das ist auf jeden Fall nice. Hier kann man auch nochmal die Stabilität erhöhen. Großkalibergeschosse, panzerbrechende Geschosse und Querschlägergeschosse. Beim Nachladen dieser Waffe hat man eine Chance auf ein Magazin, das größer als normal ist. Das ist geil. Das würde ich auch kaufen, Leute. Das ist super. Das ist auf jeden Fall eine PvP-Sniper, die sich gewaschen hat. LDR 5001, der hat ja einiges Gutes dabei diese Woche. Schauen wir mal, was hier so geht. MG 18A Harmswell, da habe ich zum Beispiel ein sehr gutes. Gucken, ob ich das. Ich kann gar nicht in mein Menü gehen gerade. Moment, gucken, ob ich das gerade dabei habe. Ja, genau dieses hier. Das ist ein Super Roll von einem Maschinengewehr. Das war mein Weihnachtsgeschenk, das ich von Bungie bekommen habe. Also, das habe ich nicht gekauft. Schaut euch an. Einmal Balanceausgleich. Dann hier nochmal perfekte Balance, das heißt, ihr könnt bis auf 95% Stabilität kommen. Ich habe mich aber für Felscout entschieden, Maximum Munitionskapazität, das heißt, ihr habt 100 Schuss sowie die Korrekturmaßnahme und eine Stabilität von ungefähr 65%. Das ist ein Wahnsinn, dann noch Grenadier dazu. Saustark das Teil. Sowas sucht ihr eigentlich, wenn ihr im Turm nach Waffen sucht. So einen perfekten Roll von zweimal Balance oder Munitionskapazität erhöhen. Reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes dieser Waffe, das ist schon mal gut. Hier könnt ihr die Stabilität auch nochmal erhöhen. Das ist auch gut. Großkalibergeschosse mit einem MG sehr gut, weil ihr permanent die Gegner trefft und die euch dann nicht so gut treffen können. Schnappschuss bringt nichts. Weitmündiger Schacht, das ist auch nicht schlecht. Könnt ihr schneller nachladen. Und Kontrolle der Massen. Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Ist auch sehr gut. Also, das ist auf jeden Fall ein gutes Maschinengewehr. Gerade für PvP ist das ziemlich nice. Raketen bilden Glasterbomben, wenn sie detonieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kim mit letzten Projektil verringert die Nachladezeit, erhöht der Sprengkopf, erhöht die Waffenstabilität, Maximum Munitionskapazität. Das heißt, sie könnte dann 3 Schuss mitnehmen. Auch kein schlechter Raketenwerfer, aber eher für PvE. Weil sie halt keine Zielsuche hat und nicht frühzeitig zum Ziel Lass die explodiert. Vorhut Aber grüßen, nicht schlecht auf jeden Peter. Fall mal. Jetzt gehen wir mal zum Toten Orbit, ist das glaube ich. Nee, ja Du doch, Toter scheinst damit. Orbit. Schau mal, was da Wirst du so für geht. Hier uns braucht er wieder kämpfen? Schmelztiegel, Mann. Unwillige Seele, nur 9. Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert wird. Das ist natürlich super bei einem Ja, klar, ich hatte heute einen 72-Schuss-Magazin. Haufen neue Sachen. Da ist sie auf jeden Fall sehr stabil dann irgendwann. Die zweite Hälfte jedes Magazins verursacht erhöhten Schaden auch sehr stark. Dann habt ihr 36 Schuss, die erhöhten Schaden machen. Diese Waffe wird präziser, genau, das hat man ja schon. Dann haben wir hier erhöht die Waffenstabilität. Das ist auch super. Und Querschlägergeschosse. Das ist auf jeden Fall witzig. Das habe ich bei einem Automatikgewehr bisher auch noch nicht gesehen. Genau. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ihr könnt auch nochmal die Stabilität erhöhen. Würde ich Rotpunkt OAS würde ich dann empfehlen. Auch kein schlechtes Automatikgewehr für PvP. Präzise Kills verbessern die Nachladezeit enorm. Jetzt gucken wir mal, was da noch so geht. Nee, das könnt ihr getrost vergessen. Das bringt nichts. Versteckspiel 42. Aha, das hat auch Hammer geschmiedet. Wie sieht's hier aus? Jawohl, könnt ihr auch nochmal verbesserte Ballistik reinmachen mit Hammer geschmiedet. Das ist die Reichweite auch ein Wahnsinn. Und Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Bonusschaden. Nahkampfkills verringern kurzzeitig die Nachladezeit dieser Waffe. Das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Shotgun. Ja, sind ja einige gute Shotguns im Umlauf. Welche ihr dann genau nehmt, müsst ihr wissen. Ich habe euch die Vorteile gesagt. Das ist auf jeden Fall hier einer, wenn ihr eher im Nahkampf unterwegs seid. Weil ihr dann diesen Bonus noch nutzen könnt. Also gerade als Warlock, so auf kurze Distanz mit dem Ding, ist das bestimmt nicht schlecht. Das ist auch eine Empfehlung für PvP. Was haben wir hier? Gravitationsdevianz A. Du wirst mehr Munition für diese Waffe finden, erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Dann haben wir noch Hammer geschmiedet, Wechselwaffen schneller und Querschlägergeschosse. Aha, hier kann man auch mal weiche Ballistik reinnehmen. Sieht auch sehr gut aus. Ich stehe vor allem auf so MGs mit weniger als 45 Schuss, weil die deutlich schneller die Gegner killen. Schlagkraft ist halt wesentlich höher als bei den anderen. Das bringt euch leider im PvP nichts, aber für PvE ist das auch nicht schlecht. Vor allen Dingen Arkusschaden. Das hat man noch nicht so oft, weil Gjallarhorn macht Solarschaden, Wahrheit macht leere Schaden und das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist der Donnerlord, glaube ich, der Arkusschaden macht. Also wenn ihr da noch nichts habt für PvE und PvP, auf jeden Fall nicht schlechtes Ding. So, jetzt haben wir noch einen Erweitere Händler, unsere Kriegskult der Angriffe Zukunft. wieder. Eigentlich mein Lieblingshändler. Der hat zwar immer nur Käse dabei, aber das war der erste, den ich gelevelt habe.
weil der so schön versteckt hier oben im hintersten Winkel des Hangars ist. Guck mal, was da noch geht. Das hier haben wir im Angebot. Das ist auf jeden Fall Käse, ja, die Chance. Ah, nee, die hat mal Maximum Munitionskapazität. Das heißt, die hat 13 Schuss. Dann ist sie doch kein Käse. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist, ist auch sehr gut. Perfekte Balance ist auch nicht schlecht. Und nochmal Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Oder Maximum Munitionskapazität, also Feldscout. Und Grenadier. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall auch kein schlechter Revolver. Das sieht wieder nicht so toll aus. Nee, das braucht er nicht. Reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes dieser Waffe im Fehlschussmeinschuss. Nee, das ist Käse. Gleich vergessen, die Scout-Gewehr können vergessen. Der Absturz. Cool, die habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Zufälliges Geschoss für Magazin besorgt beträchtlichen Bonusschaden, das ist super. Maximum Munitionskapazität, damit habt ihr 7 Schuss in der Shotgun. Wenn gehalten, gibt ihr dieses Dings oder perfekte Balance. Killsmissile-Waffe erhöhen kurzzeitiges Nachladetempo. Können wir hier noch Reichweite erhöhen? Nee. Ja, ist so mittelmäßig. Mittelmäßige Shotgun. Hier haben wir schon mal Balanceausgleich mit 74 Schuss. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Großkalibergeschosse und Querschlägergeschosse. Ein Kill mit dem letzten Magazin verringert die Nachladezeit. Sehr gut, das ist bei 74 Schuss relativer Käse. Das könnte man probieren, hier mit Feldschoke zu arbeiten, wenn man das Balance-Upgrade hat. Ja, ist so mittel. Mittleres MG. Ja, Man das war's sieht auch sich. schon. Jetzt haben wir alle Hände abgeklopft. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also, was diese Woche so im Turm verkauft wird, nicht Da haben schlecht. wir eine wahre Ich wünsche Kriegerin. euch viel Spaß beim Einkaufen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet einfach in die Kommentare. Und falls ihr irgendwelche super geilen Waffen habt mit super geilen Perks, dann postet die doch mal in die Kommentare. Am besten mit Bild oder Welche Gerüchte Videoverlinkung. hast du Und gehört? dann schaue ich mir das an und mache vielleicht mal Ich ein auch. Spezialvideo zu den besten Waffen in Destiny. Bis dahin, ciao, ciao.